Das Tor ist verschlossen. Löst zuerst das Problem mit der Bestie. Ihr versteht doch, Sicherheitsmaßnahmen. Oh, heilige Scheiße, der hat uns jetzt hier eingesperrt, der Sack. Folgt mir, ich zeige euch den Sarkophag. Plötzlich stehe ich hier drin und bin eingesperrt. Was ist das für ein Sack? Herzlich willkommen zurück zu The Witcher, aber trotzdem, jetzt muss ich mit der Striege das jetzt sofort machen, das wollte ich eigentlich später machen. Ist ja mega doof. Oh, na toll, ich wette, ich habe noch nicht mal irgendwie einen Feuerstein dabei. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aussieht. Feuerstein dabei. Ey, das sollte gar nicht Scherz sein. Anzünden. Ich glaube, ich spinne. Jetzt muss ich mir noch einen Feuerstein aus der Backe ziehen, aus der Arschbacke. Ich habe hier keinen Feuerstein. Na toll, ey, wie soll ich das denn jetzt her... Ach, Gott, ja. Willkommen zu The Witcher, habe ich ja schon gesagt, hoffe ich. In der letzten Folge habe ich mich ja schon gefragt, wo der denn geblieben ist. Und anscheinend will er mich verarschen, Velerath. Ich glaube, den muss ich mal richtig aufschlitzen. Hat er irgendwas davon gesagt, dass er mich einsperrt? Nö. Und ich habe hier keinen gottverdammten Feuerstein. Ach, das ist schon an hier, das Feuer, gut. Och, ich dachte schon. Puh, okay. Dann mal bei Nacht. So, gerade wenn die Sonne untergegangen ist. Und jetzt soll ich anscheinend gegen die Striege kämpfen. Sofort. Toll, wie soll ich das denn machen? Oh, oh. Sieht aber nicht so gut aus. Muss auf jeden Fall Katze nehmen. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, was er jetzt vorhat. Oder was er sich jetzt dabei gedacht hat. Beziehungsweise wo die überhaupt ist. Velerath ist da oben, ja. Gruftausgang kommen wir eh nicht raus. Wo ist die Olle denn? Die dürfte hier sein, ne? Ja, hier ist jetzt plötzlich Licht an. Ah. Okay, lass uns die mal ein bisschen einschüchtern hier. Komm her. Dickes Vieh. Oh nein, die hat mich... Oh. Oh, jetzt schlägt sie mich auch noch. Ja, kriegt jetzt dicker aufs Maul. Ich will sie aber noch nicht töten. Ich hoffe, dass wir sie jetzt wirklich nicht töten aus Versehen. Nur weil ich jetzt zu früh reingegangen bin in das Grab. Mit Velerath. Nein, ich bin betäubt. Was macht sie jetzt? Eine Kerze ist ausgegangen. Ach so. Wir müssen nur... Ach so, die Zeit wird abgezogen, indem ich die ganze Zeit mit dir kämpfe. Ach so, jetzt verstehe ich das. Wenn die Kerzen aus sind, dann haben wir es geschafft, denke ich mal. Eben Schwalbe trinken. Ich glaube, ich renne mal ein bisschen hier rum. In der Gruft. Vielleicht macht die Zeit das auch schon jetzt wett. Ja. Wir müssen sie gar nicht töten. Wir müssen nur die ganze Zeit hier drin bleiben. Und vor ihr weglaufen am besten. Ach nee, jetzt geht die Kerze aus. Hä? Wie ist das denn jetzt? Zu verstehen. Ich kann mich nicht bewegen. Oha. Die macht mega viel Schaden. Die Olle. Und ich bin irgendwie gerade ein bisschen gelähmt. Ich kann nicht so schnell laufen. Na toll. Ich verstehe nicht genau, wie das mit der Kerze jetzt funktioniert. Ich laufe einfach mal hier um das Grab rum. Ah nein, andersrum. Jetzt zeigt sie mir ihren Arsch. Toll, will ich gar nicht sehen. Oder wir müssen sie doch irgendwie angreifen. Auf jeden Fall hat es irgendwas mit den Kerzen zu tun. Aber was genau, weiß ich nicht. Ich füge ihr noch ein bisschen Schaden zu. Ah nein, ich bin irgendwie wieder betäubt. Ah, was ist das denn? So, jetzt geht wieder eine Kerze aus. Ja. Das ist ja echt komisch. Lag das jetzt daran, dass ich ihr wehgetan habe oder dass ich jetzt hier schon 2 Minuten mit ihr drinne bin in diesem Raum? Ich laufe einfach ein bisschen herum. Vielleicht löse ich das Problem hier von selbst.
wie man es ja gerne hätte. Hey, jetzt bin ich wieder schnell, glaube ich. Die kriegt mich nicht, du kriegst mich nicht. Bei manchen Sachen lösen sich Probleme ja gar nicht von selbst. Aber vielleicht tut es ja hier. Tut es das ja hier. Ich dachte schon, wo sie hin ist. Jetzt geht sie wieder seitlich, um mir ihren Popo zu zeigen oder sowas. Keine Ahnung. Check ich nicht ganz. Ja, das reicht schon. Also darf ich sie auch gar nicht töten. Ich muss einfach nur die ganze Zeit hier im Raum mit ihr bleiben. Die Dämmerung zieht bald herauf. Wenn ich sie töten will, bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Nee, ach nee, töten möchte sie nicht. Ah, okay. Hier liegt also die Entscheidung. Wir hatten ja von Graf Levet durch die Blume gesagt bekommen, dass er sie gerne tot hätte, die Striege. Aber wir wissen ja auch aus dem Buch, oder wenn ihr das Buch gelesen habt, der letzte Wunsch, den ersten Kurzgeschichtenband, dass wir einfach nur die Nacht mit dir verbringen müssen. Indirekt, nicht wortwörtlich, also, ja, ihr wisst, wie ich es meine. So wie ich es jetzt mache. Und anscheinend liegt hier die Entscheidung. Entweder töten wir sie hier oder rennen einfach die ganze Zeit mit ihr hier im Grab rum. Aber ich darf den Raum nicht verlassen. Jetzt verstehe ich das. Ich dachte, das wäre irgendwie ein bisschen spektakulärer gemacht, als einfach hier rumzulaufen. Ich darf sie ja nicht mal irgendwie anfassen oder nicht töten, ne? Ich darf ja nicht mit ihr kämpfen. Und im Buch hat er das gemacht. Also so wie es auch in der Introsequenz war. Wenn ihr die erste Folge von mir hier kennt oder selber die Introsequenz, wo er die Striege heilt, dann wisst ihr ja, dass er da auch ein bisschen die aufs Maul gegeben hat, um halt in die Gruft reinzukommen. Damals. Aber es kann auch sein, dass irgendwer Prinzessin Adda einfach entführt hat. Würde ich jetzt mal so behaupten. Kann das sein? Ich habe ja gesagt, dass sie einfach die damalige Gruft in Alt-Visima benutzt hat als Hort, weil sie dort einfach reingelegt wurde, weil es ihre Gruft war, ihre Gruft. Die Tochter des Königs, die uneheliche, die inzestuöse, aber trotzdem haben sie eine Gruft für die Olle gebaut und die dann reingelegt. Und ja. Hier ist er ja nicht einfach reingegangen. Okay, ich werde wieder zur Striege. Ich suche mir mal eine neue Gruft. Im Sumpf ist eine, oder? Ja. Dann gehe ich mal da rein. Ne, so kann es ja nicht gewesen sein. Nicht nach meinem Wissen. Nicht meines Wissens nach. Hahaha. Wir spielen jetzt, wie heißt das? Wenn man diese 11 Stühle hat. Stühle, Reise nach Jerusalem, genau. Wir spielen jetzt Reise nach Jerusalem mit einem Grab, mit einer Gruft. Die Kampfmusik läuft aber noch. Aha. So. Nur noch eine Kerze. Die Sonne ist wieder Tag. Noch wenige Augenblicke und der Striegenzauber ist gebrochen. Dann müssen wir das aber wirklich machen, ihr dieses Amulett geben, das richtige Amulett. Und die richtigen Kräuter verbrennen. Die Entwickler konnten diesen Striegenzauber nur noch mal als Aufhänger benutzen hier, weil in den Geralt-Büchern, dass nie wieder erwähnt wurde, dieser Zauber. Nur, dass er mal von der Striege diesen Zauber gelöst hat. Nicht, ob die dann auch wirklich das richtige Amulett bekommen hat oder ob die diese Kräuter verbrannt haben in ihrem Raum, sondern einfach nur, dass sie halt vom Zauber erlöst wurde, so. Also, dass sie menschliche Gestalt wiedererlangt hat, ne? Mehr wurde auch nicht im Buch gesagt oder in den Büchern. Deswegen konnten die Entwickler das auch nehmen, so. Und hätten sich irgendwas anderes fürs Spiel aussuchen müssen als Aufhänger, aber naja, nicht schlecht, nur halt ein bisschen komisch gelöst jetzt hier. 10 Minuten in, also echte Spielzeit, hier mit ihr zu warten. Scheiße, sie hat was an. Und Hauptsache, sie legt sich auch noch fein hin. Die ist ja doof. Oh, ich wette, die kratzt uns jetzt wieder. Wie damals. Wo bin ich? Adda. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Es ist vorbei. Ihr seid wieder wohlauf. Geralt? Keine Sorge. Ihr seid in Sicherheit. Ich bringe euch nach Hause. Meine Hände. Sie sind mit Blut besudelt. Ich habe so viele Leute getötet. Ermordet. Es war nicht eure Schuld. Macht euch keine Gedanken.
Ihr habt es hinter euch. Ich erinnere mich nur undeutlich, wie durch Nebel. Es war wichtig. Ich habe etwas in dem Sarkophag versteckt. Ihr müsst nachsehen. Gut, das mache ich. Haltet mich fest, Geralt. Mir ist so kalt. Das liegt an dieser Gruft. Wir sollten gehen. Draußen werdet ihr euch besser fühlen. Was hat sie denn im Sarkophag versteckt? Im welchen übrigens? Hier ist noch eine Holztruhe, die ich anwählen kann. Der letzte Wunsch. Nee, dann habe ich das schon rausgenommen, was sie meinte vielleicht. Das Tagebuch von Astrid, oder? Nee. Keine Ahnung. Ich rede nochmal mit ihr. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Dann gehen wir mal zu Velerath. Sie folgt uns jetzt aber nicht, glaube ich. Nee. Ich speichere trotzdem mal. Haha. Geschafft. Übrigens, wir haben es geschafft. Ja, genau. Wollte ich auch nochmal erwähnen. Hier ist noch eine Feuerstelle. In welchem Sarkophag meinte die das denn? Und wann hat die denn da irgendwas versteckt? Als Striege oder was? Ich glaube, das ist das schon, was wir genommen haben. Astrids Tagebuch. Ich schaue zur Sicherheit nochmal hier in die Teile rein. In die Sarkophage. Ne, wieder nur Nierenfett. Oh, ich tue noch schnell Nierenfett in Sarkophag, bevor ich mich verwandle. In eine dicke Striege. Aber der Stein des Wanderers interessiert mich jetzt mal. Den kann ich echt nicht benutzen. Wieso auch immer, verstehe ich gar nicht. Anscheinend hat er noch einen Nutzen für uns. Außer uns irgendwie Boni auf unsere Zeichen zu geben. Mal schauen, was da noch kommt. Aber erstmal Velerath Bescheid sagen. Du Assi, lass mich jetzt raus. Hammerhart, ey. Steht er immer noch da? Ach nee, der hat schon gerochen, dass wir fertig sind. Toll. Toller Typ, ey. Und sofort ist er wieder angezogen. Und? Mich in dieser Gruft einzuschließen. Nette Geste, Velerath. Tut mir leid, Hexer. Befehl des Königs. Die Prinzessin ist wieder sie selbst. Ada, Velerath bringt euch nach Hause. Hexer, ich habe euch zum zweiten Mal unterschätzt. Beim dritten Mal schuldet ihr mir etwas. Foltest gab mir etwas für euch, falls ihr überleben würdet. Das ist der Teufel, ein serikanischer Krummsäbel. Der Legende zufolge wurde er in Drachenblut gehärtet. Jemand hat die Verwandlung der Prinzessin in eine Striege absichtlich herbeigeführt. Ich habe Beweise dafür. Wo? Der König wollte als erster davon erfahren. Na schön. Ist das alles? Der König sagte, wenn ihr die Krankheit heilen wollt, müsst ihr das alte Herrenhaus aufsuchen. Er sagte, ihr würdet das verstehen. Das stimmt. Lebt wohl. Lebt wohl, Hexer. Welche Krankheit? Ach ja, ich habe eine Schwertbelohnung bekommen. Was denn mit dem anderen Schwert, was jetzt mit meinem... Süße Rache. Ich muss zum alten Herrenhaus gehen. Ich soll zum alten Anwesen gehen und mich um... Ach, Asajavet kümmern. Ach so, ah. Asajavet ist beim alten Herrenhaus. Okay. Schaden plus 30 an Stahlschwert, das dem Kampf gegen Menschen dient. Irgendwie genauso gut wie mein anderes, oder? Was ich jetzt hatte. Wo ist das jetzt? Ach, Haval ist jetzt hier. Ich glaube, ich schmeiß mal das Teil weg. So, Haval macht plus 30 und... Entwaffnen und Schmerz- und Präzisionstreffer plus 20%. Schmerz, ach so, nee. Diabel ist viel besser. Oh ja, geil. Cool. Cool, ist ein serikanischer Krummsäbel. Geralt? Seid ihr in Ordnung? Ja, es geht mir besser. Ich muss euch nach den Salamandra fragen. Oh, Geralt, dieser schreckliche Professor, es ist seine Schuld. Er hat mich belogen, mir Macht und Ruhm versprochen. Seit seinem Tod habe ich keine Salamandra mehr gesehen. Der Professor hätte diese Mutanten nie erschaffen können. Hat er je einen Magier erwähnt? Er kam einmal mit einem abstoßenden Menschen hierher. Abdul oder so ähnlich. Der Professor nannte ihn einen mächtigen Zauberer. Mehr weiß ich nicht. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Leider nicht. Abdul oder sowas. Geil, okay, dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Ich bin Ameisenkönig. Wir spielen The Witcher. Der alte Vater braucht sich jetzt nicht mehr um die Striege kümmern, aber die hat sich eh nicht für den interessiert. Und hier unten lauern auch ganz viele Viecher, bah. Ja,
Wir sehen uns dann nochmal hier im Sumpf. Wir müssen ja noch hier die letzte Flüchtlingshöhle suchen und den einen Faustkämpfer, den Felsen, der sich hier irgendwo versteckt. Bis morgen. Ciao.